Abend, herzlich willkommen nach diesem Krimi, den die Hamburg Freezers vor 6.427 Zuschauern mit 4:3 nach Penaltyschießen für Riech entscheiden konnten. Ich darf die beiden Trainer begrüßen und Jeff Tomlinson, den Gästetrainer, um sein Statement zu diesem Spiel. Ja, guten Abend zusammen. Wir fanden für zwei Mannschaften, die ganz schön angeschlagen sind. Es ging heute hin und her und sehr, sehr physisch. Ich fand, dass viele Checks, Fair-Checks dabei waren heute. Es war ein bisschen von alles. Und das ist ganz schwierig mit nur drei Reihen an beide Seiten. So von daher waren wir eigentlich zufrieden, wie wir angetreten sind. Außer im ersten Drittel, wir haben uns ein Loch gegraben und wir sind rausgekommen. Wir versuchen jetzt im Moment die positive Sachen rauszunehmen aus dem Spiel und das ist definitiv eine. Und dann zum Ende diese Tor mit 3 Sekunden noch zu spielen, waren wir natürlich mit diesem Tor unheimlich sehr zufrieden, weil dieser Punkt im Moment in dieser Tabelle ist Gold wert. Und ja, wir hatten Glück nicht an unserer Seite, oder ich muss sagen, Hamburg war sehr stark beim Penaltyschießen. Die hatten sehr gut geschossen und Tyler Wyman hatte kaum eine Chance da bei dieser Tore, die waren ganz gut. Ja, so wir nehmen den Punkt mit und ich gratuliere Ben und sein Team für ein sehr gutes Spiel von ihrer Seite. Danke. Vielen Dank, Benoit. Ja, danke, Tamer. Ja, ich muss auch gratulieren seine Mannschaft, like, mit 3 Reihen und es hat sehr gut gespielt. Von unserer Seite ist sicher, dass ich bin stolz auf unsere Mannschaft. Wir haben viel der letzte Spieler. Aber nach 3 Niederlagen, die Mannschaft, sie wollen Punkte halten heute haben und sie hat sehr hart gekämpft und sehr Disziplin gespielt gegen eine sehr gute Mannschaft. Und das ist, warum ich bin stolz auf meine Mannschaft. Und in diesem Moment, like, wir machen die Entscheidung, dass wir können nicht machen, like, die letzte Tor. Wir haben 2 Verteidiger hinter die Tor mit 5 Sekunden. Normal ist ein Verteidiger vor Tor und das ist nur in diesem Moment, wir machen diese Entscheidung und das kostet Punkte für uns, aber die Mannschaft kämpft und sie sind zusammen, wir sind eine starke Gruppe und ich bin sehr, sehr stolz von der Leistung von der Mannschaft heute Abend. Danke sehr. Ich danke auch. Gibt es Fragen? Dann haben wir noch 6 andere Ergebnisse des 14. Spieltages. Köln gewinnt in Krefeld mit 4:3 nach Verlängerung. Straubing schlägt Berlin mit 5:3. München gewinnt in Ingolstadt mit 5:4 nach Penaltyschießen. Wolfsburg gewinnt in Düsseldorf mit 5:2. Iserlohn schlägt Hannover mit 3:0. Und Mannheim gewinnt gegen Augsburg mit 4:1. Dann wünsche ich einen guten Start ins Wochenende. Wir sehen uns wieder am übernächsten Sonntag, den 4. November um 14:30 Uhr gegen den Erz Ingolstadt. Gute Rückreise, viel Glück fürs nächste Spiel. Jeff Tomlinson, schönen Abend noch. Ja, ich habe mich heute sehr gut gefühlt in meinem ersten Viertel. War ein bisschen schwierig reinzukommen. Das ist klar, wenn man 2 Spiele weg ist und in 7 Wochen kein Spiel mehr schritt. Allerdings im zweiten Drittel habe ich mich sehr gut gefühlt und wir haben auch viele Chancen rausgearbeitet. Ich meine, unsere Reihe allein hätte, glaube ich, das Spiel gewinnen müssen. Wir hätten 300 bis 400% hier und wenn wir die verwandeln. Normalerweise gehen die rein, jetzt im Moment gehen sie nicht rein. Aber es hat trotzdem gereicht, um den Sieg nach vorne zu fahren. Ja, dann am Sonntag gleich nachholen, muss er auch nicht aufs nächste Spiel. Ja, klar, wir müssen Sonntag wieder irgendwie am Montag arbeiten und wir wissen alle, dass es auch schwer ist zu spielen. Wir haben auch eine gute Mannschaft und ja, wie gesagt, von der ersten Minute an bereit sein und nach vorne.